Liebe Zuschauer, nach den doch recht deutlichen Kursgewinnen am deutschen Aktienmarkt in den vergangenen zwei Tagen legen wir jetzt gerade eine kleine Verschnaufpause ein, denn der deutsche Aktienindex liegt da leicht im Minus, kann sich aber immerhin noch über der Marke von 12.500 Punkten halten. Offensichtlich fehlen den Anlegern neue Impulse, um weitere Kaufargumente zu finden. Von Konjunkturdatenseite kommt jetzt auch nicht so viel Neues rein. Möglicherweise werfen viele, auch institutionelle Anleger, ja schon ihren Blick in die kommende Woche. Da tagt mal wieder die US-amerikanische Notenbank Fed und da werden wir vielleicht dann doch wieder mal Neues erfahren zur Geldpolitik in den kommenden Wochen und Monaten. Aber das müssen wir erst einmal abwarten. Wie gesagt, im Moment halten wir wenigstens die Gewinne der vergangenen zwei Tage einigermaßen, aber es passiert augenblicklich nicht allzu viel. Gelegenheit für uns, uns mal drei Einzelwerte zu betrachten, die heute vielleicht besonders interessant sind. Wir beginnen mit Covestro, die Aktie, die noch im MDAX notiert, gewinnt jetzt 2,9% an Wert auf 67,56 Euro. Bayer hat nämlich ein weiteres, größeres Paket an Covestro platziert unter institutionellen Investoren. 9,4% nämlich seiner Anteile. Das sind 19 Millionen Aktien. Und zwar haben sie die hergegeben für 63,25 Euro das Stück. Damit steigt natürlich die Marktkapitalisierung von Covestro. Und jetzt laufen hier Spekulationen, ob der Kunststoffhersteller, der Kunststoffspezialist nicht aufsteigen könnte in den deutschen Aktienindex DAX. Und das treibt hier den Kurs entsprechend nach oben. Bayer hält jetzt übrigens nur noch 31,5% an Covestro und will sich ja mittelfristig ganz von dem Unternehmen trennen. Dann haben wir hier die Dialog Semiconductor Aktie im TecDAX jetzt mit 0,8% im Minus bei 40,41 Euro, weil es eine gewisse Ernüchterung gibt nach der iPhone-Präsentation am gestrigen Tag. Natürlich war wieder viel Neues zu erfahren. Interessant ist, dass man neben dem iPhone 8 und 8 Plus jetzt auch noch eine Luxusvariante oben drüber gesetzt hat. Das iPhone X mit einer römischen Zahl versehen. So sieht es aus wie ein X, aber Apple selbst sagt dazu das iPhone X. Das bringt natürlich viele Innovationen, wie zum Beispiel die Gesichtserkennung. Das haben Sie möglicherweise alles schon erfahren. Aber was die Börsianer hier irritiert, ist der relativ späte Verkaufsstart. Das Teil kann nämlich erst ab Mitte Oktober bestellt werden und dann ab Anfang November erworben werden. Und da hatten sich einige wohl einen früheren Zeitpunkt erwartet. Ja, und wir schauen uns nochmal den DAX an. Der liegt bei 12.517 Punkten mit 7 Zählern oder 0,1% im Minus.